So sieht er aus, der Chart aktuell. Das ist der Dow Jones, in dem Fall als Future, damit wir auch so ein bisschen sehen, was vorher schon passiert, bevor der Markt richtig loslegt. Wir sehen nochmal die starken Abwärtsbewegungen. Allerdings sehen wir auch, dass der Markt durchaus willens und in der Lage ist, nach oben zu kommen. Und das, wir sehen das zwischendurch immer wieder, durchaus stark. Also es bleibt spannend, es bleibt unentschieden. Der Markt weiß nicht so richtig, wo er sein Ei hinlegen soll. Das ist auch der Tenor, über das wir hier jetzt sprechen. Es ist natürlich wieder Mittwochabend. Kann man das hier sehen? Ich weiß es gar nicht. Das ist die aktuelle Sendeuhrzeit, die Vorbereitungszeit jetzt hier, 21.25 Uhr Lokalzeit. Das ist jetzt quasi, was ist das, minus 8 Stunden. Ich krieg's jetzt nicht hin, 13.25 Uhr bei euch. Also insofern noch ein bisschen früher am Abend hier schon, aber eben als Vorbereitung für das, was der amerikanische Markt gleich macht. Dafür bereiten wir die Show vor. Jetzt ist, glaube ich, Soundcheck, no? Okay, also wir dürfen weitermachen, das ist prima. Deshalb gehe ich jetzt mal ganz schnell zu Shimizu-san und frage ihn mal, was er dann vom aktuellen Markt hält. Shimizu-san, let us know what is most important for you and what is your idea about the market currently. Happy New Year! Happy 2020. This is my first broadcast of 2020, and this is my new partner for 2020, Nana Okitsu. Hello. Okay. Anyway, so we have tonight we have a counterattack from Iran into a U.S. positions in Iraqi. At this point, we had a really big drop at that time, early in the Asian time zone. Yen reacted, stock reacted, but after that, it was just coming back up a little bit at this point. So at this point, we are looking at the, in about 2 hours from now, U.S. stock market, cash market will open. The futures are trending higher. Yen's kind of started becoming Iranian attack kind of levels at this point. So market is trying to swallow all the risk off trade that they did earlier in Asian time zone. And at this moment, I think we're waiting a couple things. One is that the U.S. announcement, President Trump was supposed to announce, make announcement on this Iraqi war, Iranian situation, early in Wednesday in Washington time. We don't have that statement yet. Market is kind of expecting that the U.S. will not probably too strong to condemn the counterattack from Iran. They're trying to contain within, trying to avoid the escalation. The other thing is we are going live in about 32 minutes at the top of the hour. And at the same time, from Beirut, we have Nissan ex-CEO Carlos Ghosn meeting the press. This is the first time we're going to be hearing Mr. Ghosn for... In Liberia, what do you mean? He's currently in Liberia, right? Oh, he's in Libya. Lebanon. Lebanon, yeah, I'm sorry. Lebanon. Yes, he didn't know he was a Lebanese. And he's also a Brazilian, but he doesn't dance. Anyway, he's there and he's making an announcement. And a lot of speculations that he's going to be really crush a Japanese prosecution system, which I have a problem with, but there's also he's going to name some names about the situation that pushed him out of Nissan and pushed him into this kind of situation at this point. So that would be an interesting press conference. Like a thriller story, right? It is the next movie. Oh yeah, this is going to be made into a Hollywood movie. I can't watch his press today because I'm doing the show, but I'll certainly watch the movie when it comes out, I guess, just to catch up with the rest of the people. But it's going to be it's going to be really quiet, and a lot of things be happening. Good luck with the trading. Thanks a lot for your insight. Arigato gozaimashita. Also ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Ich denke, es ist ja eigentlich verständlich gewesen. Erstmal ein frohes neues Jahr auch von seiner Seite. Und wir werden gleich sicherlich nochmal am Abschied alle drei ins Bild bringen. Denn es gibt Nana-chan, die ist ganz neu mit dabei jetzt hier an Bord. Manu-chan ist nicht mehr hier mit im Team. Dementsprechend hier ein neues Gesicht werde ich gleich nochmal vorstellen. Aber Thema natürlich der Angriff und vor allen Dingen die erwartete Reaktion der Amerikaner jetzt. Der Angriff der Iraner bzw.
der Vergeltungsschlag der Iraner und jetzt dann die Reaktion, die von US-Seite kommen wird. Er sagt, es wird allgemein wohl eher erwartet, dass man eher ruhig reagieren wird, also nicht gar nichts tut vielleicht, aber zumindest mal keine Eskalation haben will. Für den Markt wäre das sicherlich nicht sinnvoll und das ist eigentlich nicht das, was man sich wünscht oder sich vorstellen kann. Natürlich aus menschlicher Sicht auch nicht. Wir reden da immer relativ kalt und sachlich drüber, aber als Marktberichterstatter geht es natürlich in dem Fall um den Markt. Insgesamt wünschen wir natürlich allen Menschen dort erstmal Friede und vor allen Dingen Unversehrtheit. Trotz alledem, das kann natürlich heute noch anstehen, wird ein Thema sein und wie Trump darauf reagieren wird. Und ein anderes Thema wird sein, dass der Chef von Nissan und Renault, also von diesem ganzen Konglomerat, jetzt ja in den Libanon, ich habe da eben Fehler gemacht, ausgeflogen ist, sich damit der japanischen Justiz entzogen hat. Gon ist raus aus dem Land und hat sich da einfach so en passé verabschiedet und das wird ein Thema sein. Eine Pressekonferenz wird es dazu geben. Er sagt, naja, da ist da durchaus von hinten was mitgesteuert worden und es ist ein Krimi. Wir warten alle auf die Verfilmung dazu. So, jetzt machen wir nochmal ein Abschiedsbild. Mindestens mal mit Shimizu-san. Da müssen wir mal gucken, ob wir... Do you want to join us? If you want to. So, bye bye everyone and have a good day. Euch allen alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.